Der ehemalige Nationaltorhüter Tim Wiesel kann sich ein ehrenamtliches Engagement als Präsident seines Ex-Clubs Werder Bremen vorstellen. Fußballlehrer oder Torwarttrainer werden nach der Karriere, das wollen viele. Und etliche von ihnen sind ohne Job. Darum kommt das für mich nicht in Frage. Das Einzige, das ich mir mal vorstellen könnte, wäre Präsident zu werden, bei Werder Bremen, sagte Wiesel der Sportbild. Wiesel hatte von 2005 bis 2012 für Werder gespielt. 2009 gewann er mit den Norddeutschen den DFB-Pokal. Der Verein liegt mir am Herzen. Das Amt würde ich ehrenamtlich ausüben, sagte der 37-Jährige. Sportinformationsdienst, SIT, Let's Block, Ads, Y.